Hallo, wer bist du? Mein Name ist Harald Karutz, ich bin Diplompädagoge, Notfallseelsorger und bin bei der Stadt im Krisenstab für das psychosoziale Krisenmanagement zuständig. Und was machst du da genau? Wir achten darauf, wo es Ängste und Sorgen gibt, wo Menschen vielleicht verzweifelt sind und Hilfe brauchen. Und dann schauen wir, wie wir diesen Menschen Hilfe anbieten können. Wir haben zum Beispiel eine Corona-Bürgerbroschüre herausgegeben. Wir haben ganz viele Beratungsangebote etabliert. Wir haben eine Hotline geschaltet und wir haben für Kinder sogar ein kleines Bilderbuch herausgegeben. Ja, das sind ganz schön viele Dinge. Wie hat denn Corona deinen Arbeitsalltag verändert? Hast du da noch Zeit für deine ursprüngliche Tätigkeit? Mein eigener Arbeitsalltag hat sich ganz stark verändert. Normalerweise bin ich Hochschullehrer in Hamburg. Ich gebe dann Vorlesungen und Seminare. Jetzt bin ich seit März hier bei der Feuerwehr und setze das in die Praxis um, was ich normalerweise unterrichte. Das ist nicht ganz einfach, aber auch eine spannende Herausforderung. Möchtest du noch dringend etwas loswerden? Ja, drei Dinge möchte ich gerne loswerden. Ich möchte gerne die Menschen ermutigen, denen es wirklich nicht gut geht und die Hilfe brauchen. Ich möchte diese Menschen ermutigen, sich Hilfe zu suchen. Wir haben im Internet ganz viele Unterstützungsangebote herausgegeben und veröffentlicht. Ich möchte den Menschen Danke sagen, die sich in Mülheim ehrenamtlich engagieren seit vielen Monaten und die eben mithelfen, dass wir alle gut durch die Krise kommen. Und denen, die auf Facebook viel meckern und schimpfen, möchte ich auch gerne etwas sagen. Durch dieses Meckern und Schimpfen wird nichts besser. Und vielleicht ist es eine Idee, diese Zeit zu nutzen, um sich zu überlegen, was man Gutes tun kann und wie man mithelfen kann, sich konstruktiv einzubringen, diese Krise zu bewältigen. Viele tun das schon, es könnten noch mehr sein. Und einigen kann man es leider nicht recht machen. Das finde ich schade. Ja, das klingt gut. Vielen Dank für deine Zeit, Harald. Gern.